Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Fortnite. Die drittletzte, vielleicht aber auch zweitletzte oder viertletzte Folge Fortnite. Und ja, einige haben sich gewünscht, sobald ich ja dieses Battle Royale Fortnite Let's Play fertig habe, habe ich ja gesagt, es kommt noch mal Lego Fortnite als Survival Mini Projekt. Deswegen werde ich jetzt Fortnite mit 162 Videos beenden. Oder mehr gesagt 161. Ja, seht ihr auch mein Level. Ich spiele diese Season jetzt nicht aktuell 10 Jahre durch. Ich finde die Season, ja, es ging, es ist das geil, aber das hier ist doch der absolute Mist. Wir spielen wieder Teams, wie immer. Naja, kennt ihr ja schon den ganzen Scheiß, ne? Mit 161 Videos endet jetzt erstmal nur noch Battle Royale Fortnite. Und ja, mehr werde ich euch in der Folge sagen, was ich so machen werde. Warum? Der zeitlose Entdecker. What the fuck is that für eine Sheet? Hey, als ob ich darauf Bock habe für eine scheiß Spitzhacke. Denkt ja auch, wir werden alle zurückgeblieben. Naja. Alter, ist das so nervtötend. Achso, übrigens Leute, dieses Jahr kommen ein paar neue Online-Spiele raus. Die will ich mit euch zocken. Destiny 2 ist ja klar. Bla bla bla, den Scheiß kennt ihr schon. Aber warum ich jetzt Fortnite? Ein normales Battle Royale-Spiel. Kein Bock mehr habe derzeit auf das Spiel. Ich werde es euch jetzt auch kurz erklären in diesem Video. Die Folge wird jetzt, sagen wir mal, nicht so sein wie 20.000 Folgen, die ich jemals gedreht habe von Fortnite. Man kann aber auch einfach sagen, wenn ich Fortnite mir jetzt angucke derzeit, fällt mir nur ein Wort ein. Wie weit oder wie dumm ist man geworden, als man die erste Season von Fortnite hochgeladen hat von Kapitel 4. Man dachte sich bestimmt, ey, macht bestimmt wieder Spaß, irgendwie Fortnite in so eine unlogische Season zu packen, wo du im Weltall bist und einfach rumfliegst. Was fällt mir natürlich persönlich auf, als ich das denn gesehen habe? Warum machen diese Warzone PUBG-mäßig nach? Keine Ahnung. Dann sehe ich das ja. Ich weiß jetzt nicht, welche Season es war. Waren ja kurz Overwatch-Charakter im Item-Shop. Das weiß ich noch. Warum macht man so einen Scheiß? Da frage ich mich echt manchmal, wie kann man so dumm sein? 10 Minuten später. Ich sehe es natürlich auf YouTube. Fortnite OG. Oder hab's von meinem Bruder gehört. Ist zurück. Ich
denke mir so, okay, geil. Mal wieder alte OG-Spiele spielen. Dann dachte ich mir so, ja, geht. Aber dann war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht von den ganzen Spielen, die ich gesehen habe. Ich meine, es gibt bessere Spiele. Aber Scheiße muss ich mir nicht mehr geben, weil ich habe einfach keinen Bock mehr, mir irgendwelchen Kack anzugucken, wo man sagt, das Spiel ist geil. Aber naja, Fortnite ist halb Fortnite. Und Lego Fortnite werden wir halb spielen, weil, naja, kennt ihr den Scheiß. Aber naja. Okay, wie komme ich hier nochmal da runter? Hier lang, dann war es hier lang, dann da lang. Seid euch gegönnt. Aber wisst ihr, was mir noch mehr auf die Nerven geht als... Oh, sorry, ich werde langsam krank, Alter. Oh, ups. Warte noch. Naja, Leute, es gab doch zumindest mal Spiele, wo ich echt sagen würde, oh geil. Neue Spiele, neue Season, neuer Spaß, neuer Schmerz, neue Reisen. Keine Ahnung warum. Aber irgendwie vermisse ich die alten Zeiten, alte Spiele 2019 oder so. Ich habe so die Zeit genossen. Und auf einmal sehe ich diese Scheiße. 2022, die schlimmsten Spiele der Welt. Außer Horizon, God of War, obwohl Horizon nicht recht gut ankam, Forbidden West. God of War Ragnarok war auch geil. Dann, wenn ich mir jetzt noch überlege, mir fällt es ja auch schon länger auf, dass Fortnite ein bisschen PUBG-mäßig unterwegs ist. Hier, Lamborghini, Rocket Wheelie. Aber wisst ihr, Upsi. Ja, ist klar. Oh Mann. Heute auch mal wieder eine kurze Folge, so 10 Minuten. Ich meine jetzt nicht böse oder so. Aber ich will jetzt nur mal kurz ansprechen. Sobald die Runde vorbei ist, gönne ich mir noch ein paar Minuten. Dann erkläre ich euch warum, wieso und wieso ich erst recht so kurzere Video-Scheiße mache jetzt. Einer der Sachen ist ja auch der Grund mit dem Problemos, mit dem Kompan, Koprapo. Aber naja,
ich nehme ja auch derzeit vor Honor auf mit Tor oder Gott, ich sehe. Da ist mir auch manchmal aufgefallen, dass ich viel zu viel und immer wieder zu viel zu tun mache. Ich meine, wo so ein. Gab's ja auch schon, dann habe ich ja noch Fortnite gedreht. Über hunderte Male, mehr als 100 Male. Ihr seht ja schon 160 Videos auf diesem Kanal gibt es von Fortnite. Jetzt will ich, ganz ehrlich, ich will jetzt einfach mal eine Sache machen, worauf ich mal Bock habe und keine Depression bekomme. Und zwar bei weirden Scheiß. Und das schafft er niemals. Und ich sag doch. Na gut. Lego Fortnite wird jetzt kommen ab dem. Warte, wir haben ja heute Freitag. Warte, Alter, heute wäre fast der Freitag der 13. Alter. Wir haben jetzt Freitag den 12. Alter, nee. Das ist ja. Ey, nee. In ein paar Jahren haben wir da wieder Freitag den 13. in diesem Monat. Nee. Aber naja. Ich rüste schon mal den Skin aus für den nächsten Tag. Oder ein nächstes Video. Und zwar ist das ja jetzt Lego Fortnite Let's Play. Der Franchise wird endlich zu Ende geführt bei Fortnite. Könnt ihr euch gerne glücklich schätzen. Ich bin jetzt nur hier in dem Video gestiegen, um zu sagen, Fortnite ist ein bisschen PUBG-mäßig geworden. Und genau deswegen werde ich dieses Spiel nicht mehr spielen wollen. Ich will einfach mal meine schöne alte Zeit sehen, wo man Spaß hatte. Die es aber jetzt nicht mehr gibt, weil man absolute Kacke gebaut hat. Ich meine es jetzt nicht böse, aber diese Scheiße wie zum Beispiel Rocket Racing, Lego Fortnite, Fortnite Festival. Diese Scheiße, die gebe ich mir nicht mehr. Ja, kommen wir gleich. Aber es nervt. Und sorry, wenn ich gerade geschrien habe. Mir sehr leid. Aber es gibt ein paar Probleme derzeit. Auch für mich. Und zwar ist es einfach nur der Problem. Meine Probleme sind, YouTube-Videos zu drehen derzeit. Weil ich habe schon wieder so viele Let's Plays gedreht, dass ich sie nicht schnell genug durchkriege, gefühlt. Also werde ich jetzt so machen, ich werde ein Let's Play nochmal durchspielen. Assassin's Creed Valhalla, die Zeichen Ragnarök, muss ich eigentlich eh noch durchspielen. Dieses Spiel ist eh schon verbuggt, wie ihr seht. Random Scheiß, warum auch immer. Naja. Jo. Aber generell, ich finde das Spiel nicht mehr so geil wie früher. Ich meine, gefühlt immer jedes Team, was man bekommt, bestehen hauptsächlich aus Bots. Einfach nur Kackbots. Darauf kommt meine Entscheidung, Spiel ist mega kacke. Aber naja, vielleicht wird es ja irgendwann mal in den Jahren Kapitel 6 besser. Müssen wir mal gucken. Aber ja, erstmal in der Zeit, Lego Fortnite startet am Morgen. Ja. Es wird witzig. Schaut gerne vorbei. Da werde ich euch mehr erklären, warum das jetzt so ist. Und ja, ciao.